Was geht ab, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem Projekt auf dem Kanal. Ja, wir sind hier heute auf der Dürrenroth im LS22 und starten hier in ein neues, kleines Projekt auf der Karte hier. Und zwar habe ich mir hier einen Hof ausgesucht. Hier gibt es ja drei Höfe auf der Karte und wir sind hier auf dem Hof ganz im Norden und starten hier im Endeffekt auf dem neuen Farmer-Modus, so wie uns das Spiel uns das Ganze hier gegeben hat. Ich würde sagen, ich zeige euch mal ganz kurz, was wir so haben zum Start. Ich gehe am besten mal durch die Fahrzeuge. Wir haben hier unten in der Stadt einen kleinen Pickup stehen. Juckt nicht. Dann haben wir hier einen kleinen, wie heißt das Ding? Bührer? Bührer heißt das genau. Einen Steyr haben wir noch. Genau, Frontlader. Hier haben wir einen Kuhstall. Also mal wieder hier, wo wir gerade waren. Hier drin steht so ein bisschen Gras-Equipment. Und die Sämaschine. Was haben wir hier noch? Ah, auch Gras-Equipment. Genau, der Fendt, den haben wir ja gerade schon gesehen. Das war jetzt gerade so grob unser Hof im Schnelldurchlauf, weil ich euch jetzt nicht unbedingt ewig mit dem Hofrundgang langweilen möchte. Und so viel ist es ja auch gar nicht, ne? Also, hier so ein paar Fahrzeuge haben wir. Das haben wir auch im Endeffekt hier. Sieht man das nochmal grob, was wir alles haben. Drei Traktoren. Aber ansonsten ziemlich viel von allem möglichen etwas. Wir haben, glaube ich, auch noch einige Geräte, die oben drin stehen, im Heuboden. Genau, hier steht auch noch einiges an Gras-Equipment. Müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Ansonsten ist alles so genau, wie es uns hier hingestellt wurde. Außer den Drescher, den habe ich getauscht. Und zwar auf einen Klaas-Dominator, weil ich dachte, das wäre schöner als so ein Rostel-Maschmech-Ding. Ja, die fühle ich nicht so, deswegen habe ich gedacht, nehmen wir mal einen Klaas-Dominator. Weil das einfach ein sehr, 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 sehr schöner Trecher ist. Und ich denke, damit fahren wir ganz gut. Ist ein bisschen so ein Oldtimer, schöner Trecher. Und ich finde den ganz entspannt. Ja, was Felder angeht, haben wir hier oben, also ihr seht, wir sind ganz oben im Norden der Karte. Felder 1, 2, 3 und 9. Und davon ist Feld 3 müsste das sein. Ne, Feld 9 ist, Guck mal, ist das hier unser Feld, was ich da gerade ernten möchte? Ja. Das ist unser Feld. Feld 9 ist nämlich reif und das werden wir dann jetzt auch mal direkt ernten. So, da haben wir Weizen drauf. Das sieht nach Weizen aus. Ansonsten, unser Hof hat einen Kuhstall. Wir haben ansonsten nichts. Also wir haben einen Kuhstall. Ziemlich viele Fahrzeuge. Diese drei kleinen Hallen und das war's. Und halt den Heuboden, ne? Also kein so ein wirklich großer Hof. Aber ich finde den Hof ganz schön. Und das gefällt mir hier ganz gut. Ich mag generell die Karte sehr, sehr gerne. Deswegen dachte ich, machen wir auch mal ein kleines YouTube-Let's Play draus. Weil ich habe das Ganze schon auf Twitch gespielt. Oder spiele das Ganze auf Twitch. Da auch gerne vorbeischauen. Erster Link in der Videobeschreibung. Da haben wir ein kleines Projekt drauf. Stroblage bitte an. Auf der Dürrenroth und ich dachte, das wäre die perfekte Karte für auch ein kleines YouTube-Projekt drauf, weil diese Alpenregion ist einfach sehr, sehr schön und ich finde es sehr, sehr cool. Und es gefällt mir auch rein optisch die Karte wirklich sehr, sehr gut und viele Produktionen sind direkt drauf verbaut. Die Höfe sind schön, die Region ist schön, gefällt mir alles sehr, sehr gut, ist sehr, sehr stimmig. Und ich denke, die meisten von euch kennen die Karte sicher auch schon, also ist ja jetzt auch nicht mehr ganz so neu. So, zwei, drei, ups, das war mein Pedal. Zwei, drei Wochen ist die Karte jetzt schon draußen. Oder, nee, länger. Ein, zwei Monate vielleicht. Ja, ein, zwei Monate passt dann eher. Aber ich finde die Karte wirklich schön. Dachte, wir machen drauf ein kleines YouTube-Projekt. Und, ja, ich finde es wirklich cool. Und ich denke, wir werden hier ein schönes Projekt haben. Genau, ansonsten könnt ihr mir auch gerne dann für dieses neue Projekt eure Vorschläge und Wünsche in die Kommentare schreiben. Da natürlich dann auch unter anderem Mod-Vorschläge wären ganz cool, wie immer. Oder Sachen, die ihr hier sehen wollt. Also was sollen wir machen, was sollen wir ansehen, welche Tiere wollt ihr sehen. Produktionen, was euch einfällt, wie immer in die Kommentare. Und gerade hier beim neuen Projekt natürlich nochmal wichtiger, wo die Reise hingehen soll. Ich denke, wir werden einige Fahrzeuge, die wir haben, mit der Zeit verkaufen, weil wir haben Sachen auf dem Hof stehen, wo ich nicht weiß, was es ist. Zum Beispiel Grünlandpflege. Kenne ich mich nicht mit aus, weiß ich nicht, was ich damit machen soll.
Und wir werden, denke ich, dann ein paar Geräte auch austauschen durch andere Geräte aus dem Spiel oder durch Mods, weil ich ja auch gerne ein paar mehr Mods benutzen würde und nicht immer die gleichen Standardgeräte. Noch ein Grund, warum ich den Class Dominator geholt habe für den Start, anstatt den Rostelmaschmech, wie auch immer das Ding heißt. Diesen kleinen Mini-Trecher, den es hier im Spiel gibt. Den finde ich wirklich schrecklich, deswegen lieber den hier. Das ist ein echt schöner Trecher und ich finde den wirklich gut und das passt deutlich, deutlich besser. Der ist einfach cool, wenn man hier auch mal die Innenansicht guckt. Das ist wirklich schön. Man kann mit dem echt gut arbeiten. Arbeitsbreite ist okay. Das Feeling stimmt, der sieht gut aus. Das ist ein guter Trecher, auf jeden Fall. So, haben wir eine Bahn Vorgewende oder eine Runde. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch eine zweite Runde Vorgewende und dann geht's ans Bahnenfahren. Genau, ansonsten sollten wir auch schon eine Wiese haben. Ich vermute mal, dass das da oben eine Wiese ist, die uns gehört. Oh, ich habe Precision Farming mit drauf, sehe ich gerade. Das war keine Absicht, dann habe ich vergessen runterzunehmen. Das werde ich dann, denke ich mal, noch rausnehmen. Außer ich tue es jetzt an und werde mit Precision Farming spielen. I don't know. Überlege ich mir mal. Vielleicht machen wir hier auch mal eine Runde mit Precision Farming, weil ich habe es noch gar nicht benutzt und habe keine Ahnung davon. Vielleicht testen wir das mal. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Vielleicht wäre das eine Option, das mal zu testen. Aber da muss ich mich erstmal mit auseinandersetzen, wie das Ganze genau funktioniert. Ich wusste, ich sollte noch einen Mod mit rausnehmen, aber ich habe nicht mehr gefunden, welcher das sein soll. Das war's. Precision Farming wollte ich rausnehmen. Naja gut, Pech habe ich jetzt vergessen. Dann werden wir den noch rausnehmen müssen. Aber gut, ist ja kein Riesenproblem, mache ich dann noch. Naja, ansonsten, genau, Wiese haben wir auch eine. Müssen wir auch gucken, dass wir die ein bisschen mähen. Und ja, ich denke mal, Silage draus machen. Kühe werden wir uns auch nicht holen direkt zum Anfang. Ist mir noch zu früh. Müssen wir erstmal gucken, dass wir wirklich auch dann genug Futter für die ranbekommen. Weil direkt von Anfang an Kühe ist wirklich ein bisschen zu viel. So, Hühner gehen am Anfang ganz gut. Schafe gehen auch noch, weil Hühner brauchen nur Weizen, Schafe brauchen nur Gras. Das geht, aber Kühe brauchen dann schon mal Milchration, also Stroh, Heu und Silage. Und ne, wenn man dann auch noch Schweine mit reinnimmt, die brauchen ja alles. Das ist also nochmal eine Nummer härter. Auch wenn ich bei Schweinen, wenn ich die schon mal habe, lieber Schweinefutter kaufe, als das selber zu machen, weil auch ja, was war das? Kartoffeln, Mais, Soja, dann noch irgendwas an Getreide. Man braucht ja wirklich so viele verschiedene Sachen bei den Schweinen. Das finde ich zum selber produzieren schon echt krass. Also die komplett selber zu unterhalten, ohne was dazu zu kaufen, finde ich es schon hart. Also, aber ich mache auch nicht so oft Schweine. Ich habe jetzt auf der Dürrenrot hier tatsächlich beim Twitch-Projekt mir 50 Schweine gekauft. Da habe ich den Hof in der Mitte der Karte bei Feld 45 darüber. Ich würde sagen, wir fahren ab jetzt Bahnen. Gib das mal bitte an. Und da ist ein Schweinestall drauf, unten bei dem Hof. Und da habe ich dann ganz entspannt mir ein paar Schweine gekauft und kaufe mir da jetzt immer Futter dazu. Finde ich ganz gut bis jetzt, aber das Futter ist natürlich auch teuer. Ist teuer, das Futter zu kaufen, aber es selbst zu machen, braucht man halt auch 5 Felder für irgendwie. Und da muss halt dann immer was einlagern und ich finde es stressig, wenn man Schweine hat und die halt selber unterhalten möchte, ohne was dazu zu kaufen. Ja, aber ich denke, hier werden wir dann irgendwann auf Kühe gehen, weil viel mehr Auswahl haben wir nicht. Hier oben im Norden der Karte ist irgendwo noch ein Schafstall, den wir uns theoretisch auch kaufen könnten. Hühnerstall haben wir direkt erstmal keinen, aber auch den könnten wir uns natürlich bauen. Aber wir brauchen nicht mal die gleichen Tiere zu machen. Was ich nicht machen werde, ist, denke ich, Pferde. Das bringt nicht viel Geld. Aber ja, zu Kühen tendiere ich, weil die hatten wir bei Twitch, bei YouTube-Projekten noch gar nicht. Hat man ein YouTube-Projekt mit Kühen? Ich glaube nicht. Auf der Oldstream Farm haben wir nur Schafe und Hühner. Wir haben noch keine Kühe bei einem YouTube-Projekt. Also wäre es mal an der Zeit, Kühe zu kaufen.
Aber wie gesagt, das dann auch erst in weiterer Folge irgendwann, weil wir hier erstmal eine gewisse Grundausstattung bzw. Ja, wir müssen mal an einem gewissen Punkt angekommen sein. An einem gewissen Punkt, wo man sagt, man kann die Tiere ganz gut unterhalten. Wo wir jetzt auch schon Stroh haben und auch ein Grasfeld. Also es könnte sich sogar auch beinahe ausgehen. Naja, wir gucken mal, wir überlegen uns das mal. Vielleicht, naja gut, wir haben auch schon einen Futtermischwagen. Also wir könnten sogar auch Futter für die Kühe schon anmischen. Das wäre gar nicht so das große Problem. Wir bräuchten halt Heu und Silage. Je nachdem, wenn wir ein gutes Grasfeld haben, wäre das eine Option, dass wir sogar jetzt schon mit Kühen anfangen. Wir müssen halt gucken, dass wir die über den Winter bekommen, weil wir haben jetzt August. Wir spielen ja mit Seasons natürlich, also mit Jahreszeiten. Ja, das heißt, wir haben... Gut, vielleicht kaufen wir uns die Kühe erst nach dem Winter, wenn wir dann auch wirklich übers Jahr hinweg schon mal genug Butter sammeln können oder ernten können. Herstellen können, wie auch immer, was wir einlagern können, um dann im Winter zu füttern, weil ich würde die gerne nicht gerne im Winter hungern lassen. Scheiße. Da war der Drescher voll und Fruchtzerstörung hat uns gerade die Ernte etwas kaputt gemacht. Wir nehmen uns aber mal nichtsdestotrotz mal den Fendt. Und suchen uns mal einen Anhänger. Da ganz in der Ecke steht ein Kipper. Irgendwie haben die Traktoren ja alle so seltsame Zwillingsbereifung. Mit einem normalen Reifen und dann auch nochmal so eine kleinen Pflegebereifung als Zwillingsbereifung mit dran. Sieht ein bisschen komisch aus. Und ich weiß nicht, ob wir das drauflassen. Wenn ihr wisst, warum man das macht und ob wir das drauflassen sollen, schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde das rein optisch halt nicht so schön. Wenn ihr sagt, das ist realistisch, es macht Sinn, es ist cool, dann lassen wir das auch gerne drauf. Müsst ihr mir nur sagen, warum wir das machen sollten. Komme ich hier irgendwie raus? Vielleicht, ja. Mein Schneidwerkswagen blockiert hier irgendwie den KI-Verkehr. Das ist auch ein bisschen suboptimal, aber was soll ich machen? Da kann ich nun mal nichts machen, ne? Also, ja. Passiert, ne? Dann laden wir mal ein. Ich glaube, wir haben kein... Nein, ich glaube, wir haben kein... Silo am Hof. Doch, Getreidesilo, hier. Perfekt, dann können wir das da reinladen. Das ist doch schon mal sehr gut. Wir haben Getreidesilo am Hof. Das ist sehr, sehr schön. Wir werden das Weizen ja nicht jetzt verkaufen. Weil Weizenverkauf... Wir machen es immer nach Monaten. Und Weizenverkauf ist im Januar mit über 1200 Euro pro 1000 Liter. Das ist gar nicht mal schlecht. Und dann werden wir das dann im Januar verkaufen. Genau. So, dann geht's weiter. Können wir hier weitermachen. So, fahren wir das Rohr ein. Perfekt. Aber die Ernte ist gar nicht schlecht. Wir hatten gerade, was waren das? 8000 Liter, die hier reingehen. Das ist schon mal ganz gut. 8000 Liter, das ist okay. So, ansonsten die anderen Felder, die uns gehören. 2 und 3, das sind auch normale Felder. Und die 1, das ist ein Grasfeld. Okay, es sieht gar nicht mal so klein aus. Wie gesagt, wenn wir davon ein bisschen was mit Silage und Heu hinbekommen, wir haben auch eine Ballenpresse, dann können wir sogar Ballen lagern und dann auf ganz entspannt Kühe uns kaufen. Das sollte funktionieren, theoretisch. Weil wir haben ja wirklich schon alles. Wir haben eine Ballenpresse, Mähwerke, Ladewagen, wir haben restlos alles, was man braucht, nur halt klein. Das sind alles kleine Geräte, von allem das Kleinste, alles Mini. Deswegen, wir sind halt mit allem ausgestattet, aber halt sehr klein. Und deswegen, gut, aber es reicht auch für den Anfang gerade. Weil ihr seht, die Felder sind auch nicht wirklich groß, die Karte ist... Ja, die Karte ist normal groß, aber die Felder sind nicht wirklich groß, also... Das Größte, was man hat, ist unten so 59, 60, 61. Die sind etwas größer, aber der Rest ist wirklich recht klein und, ja, also mittelgroß vielleicht noch. Man kommt mit so 3, 4 Meter Geräten ganz gut klar. Ich bevorzuge 6 Meter. Das ist so das Optimale. Aber mit den anderen Geräten kommt man auch recht gut klar.
Und es dauert auch nicht ewig, wenn man hier mit 3-4 Metern rumfährt. Also das hier jetzt ansehen, das ist kein riesen Ding mit 3-4 Metern. Natürlich 6 Meter geht schneller, aber wir sind ja hier ganz am Anfang, die erste Folge, da brauchen wir noch keine 6 Meter an Arbeitsbreite, auch wenn der Trecher schon etwas größer ist, natürlich. Aber ich rede jetzt von so Sachen wie Sämaschine, Gruber und so weiter und so fort. Der Trecher hat eine Arbeitsbreite von schätzungsweise 5 Metern. Ich weiß es nicht genau, aber ich würde sagen 5 Meter. Vielleicht auch 6. Ne, 6 sind es nicht. Boah, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich will keine Scheiße jetzt labern. Aber, na, so. Ich finde unsere Ausstattung für den Anfang wirklich, wirklich gut. Und ich denke, damit kommen wir echt gut klar. Aber ja, wie gesagt, schreibt ja gerne eure Meinung zu in die Kommentare, was ihr hier sehen wollt, was ihr so von unserem Fuhrpark denkt, den ich euch eben im Schnelldurchlauf gezeigt habe. Das war wirklich ganz, ganz schnell. Also zack, 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 einmal alles gezeigt. Aber ja, muss ja auch weitergehen oder erstmal losgehen hier. Wir brauchen ja nicht 3 Stunden mit den Fahrzeugen zu verschwenden und die nur anzuglotzen. Dann lieber aufs Feld und losarbeiten. Aber gut, ich würde sagen, das war's dann noch für die erste Folge. Ich freue mich auf eure Kommentare zum neuen Projekt, was ihr jetzt hier ganz spontan startet. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.